Was hat Konrad Lorenz herausgefunden? Das war doch so ein Zoologe. Er hat doch Verhaltensforschung betrieben. Mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe seinen Namen gehört, aber ich kenne ihn nicht. Keine Ahnung. Nein, weiß ich nicht. Sagt man gar nicht, nein. Konrad Lorenz sagt mir Gänse. die Prägung, die er gehabt hat mit den Gänsen, ja. Dass er die Gänse, die Küken auf sich geprägt hat und die ihn dann als Muttersatz akzeptiert haben, ja. Konrad Lorenz, sagt dir was? Sagt mir nichts. 1973 erhielten die Verhaltensforscher Konrad Lorenz, Niklas Tinbergen und Karl von Frisch den Nobelpreis. Tierisches Verhalten war über Jahrhunderte von den Wissenschaften wenig beachtet worden. Im Vergleich zum menschlichen Verhalten galt es als zu einfach, zu primitiv und zu unwichtig. Und Wissenschaftler, die sich damit beschäftigten, wurden als Spinner und Träumer belächelt. 1973 erfolgte die wissenschaftliche Sensation, der Nobelpreis. Aber für welche Entdeckungen wurde den Forschern denn die Auszeichnung verliehen? Der Österreicher Konrad Lorenz und der Niederländer Nico Tinbergen entwickelten gemeinsam die sogenannte Instinkttheorie. Sie verglichen verschiedene Tierarten und stellten fest, dass tierisches Verhalten aus angeborenen und erlernten Bausteinen besteht. Die angeborenen Bausteine haben sie Instinkte genannt. Diese Instinkte spielen eine große Rolle beim Brutverhalten, bei der Partnerwahl oder bei Revierkämpfen von Männchen. Solche Instinkthandlungen haben vier Dinge gemeinsam. Erstens, sie laufen immer in ähnlicher Weise ab. Zweitens, diese Instinkthandlungen treten bei allen Exemplaren dieser Art auf. Drittens, diese Verhaltensweisen müssen nicht von Eltern gelernt werden. Und viertens, diese Verhaltensweisen treten auch bei Individuen auf, die das erste Mal in diese Situation kommen. Sie müssen also nicht geübt werden. Lorenz hat ja ein wichtiges Schritt dazu, nämlich die angeborene Lerndisposition, die man als Prägung nennt. Das war eine wirkliche, fundamentale Entdeckung, dass auch das Lernen programmiert wird, und zwar auf verschiedenen Ebenen wieder, indem Gelerntes als Lerndisposition vorliegt, das ist dann genetisch, aber das Gelernte wiederum dann ganz entscheidend die weitere Entwicklung bestimmt, nicht? Der Ablauf einer typischen Instinkthandlung kann schematisch beschrieben werden. Aus den Überlebensbedürfnissen des Tieres, wie Ernährung, Fortpflanzung und so weiter, entsteht eine Handlungsbereitschaft, aber diese Handlung wird erst dann ausgelöst, wenn entsprechende Umweltverhältnisse herrschen, also Nahrung oder ein Sexualpartner vorhanden ist. Das entscheidende Umweltsignal wird Schlüsselreiz genannt und der Mechanismus im Gehirn, der die Handlung auslöst, ist der angeborene Auslösemechanismus. Mit diesem einfachen Schema können alle angeborenen Instinkthandlungen beschrieben werden. Nico Tinbergen hat sich darüber hinaus noch mit der Frage beschäftigt, warum Verhaltensweisen auftreten. Er hat bald erkannt, dass man verschiedene Warum-Fragen unterscheiden muss. Da gibt es mal die unmittelbaren Gründe für ein Verhalten. Er nannte sie die proximaten Gründe. Also die Frage, wie ein Verhalten im Körper entsteht und wie es umgesetzt wird. Es geht hier um das Zusammenspielen von Muskeln, Nerven und dem Gehirn und so weiter. Und die Frage, wie ein Verhalten im Laufe des Heranwachsens erlernt wird. Die zweite Warum-Frage ist die Frage nach den letztendlichen Gründen. Er nannte sie die ultimativen Gründe. Das heißt, wie ist das Verhalten in der Evolution entstanden? Der dritte Verhaltensforscher, dem im gleichen Jahr der Nobelpreis zugesprochen wurde, war Karl von Frisch. Er entschlüsselte den Schwänzeltanz der Honigbiene.
Mit diesem Tanz informieren heimkommende Bienen ihre Schwestern im Stock darüber, wo sich lohnende Nektarquellen befinden. Er hat damit gezeigt, wie komplex und faszinierend jene Verhaltensweisen sein können, die von Lorenz und Tinbergen beschrieben wurden. Konrad Lorenz und Nico Tinbergen haben erkannt, dass Tiere nicht nur auf die Umwelt reagieren, sondern angeborene Verhaltensprogramme haben. Ein solches Verhaltensprogramm der Honigbiene wurde von Karl von Frisch im Detail beschrieben. Damit haben alle drei Forscher wesentlich dazu beigetragen, dass die Verhaltensforschung als Wissenschaft anerkannt wurde. Verhaltensmerkmale sind, so wie alle anderen Merkmale eines Tieres, eindeutig beschreibbar, haben eine definierte Funktion und verändern sich im Laufe der Evolution.